Um was geht's heute? Um Musik im Auto. Und zwar nicht den verbrennungsmotorischen Sound hier unter der Motorhaube, der kann ja ziemlich gut sein, habe ich ja schon Videos drüber gemacht, sondern es geht wirklich um den Sound im Auto. Auto-HiFi, meine alte Liebe. Und so wie es aussieht, auch nicht nur meine alte Liebe, sondern es gibt eine Umfrage vom IFPI, Music Consumer Report, und die besagt, dass 77% der Deutschen am liebsten im Automusik hören. Damit haben wir international auch einen relativ hohen Wert. Ich glaube, nur Südafrika liegt mit 80% höher. Und für uns ist das definitiv ein Grund, über Sound im Auto zu reden. Und ich sage euch was, das wird gut, auch beim Klang. Das Tragen von Kopfhörern ist im Auto verboten, aber Musik darf ich so laut hören, wie ich will. Nein, da stecken gleich zwei Irrtümer drin. So, die müssen wir ein bisschen aufdröseln. Erstens mal, es ist nicht verboten, im Auto Kopfhörer zu tragen. Also die StVO, die Straßenverkehrsordnung, lässt sich darüber nicht aus, sondern es gibt einen Passus hier, § 23 Absatz 1. Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Das heißt, ich muss einfach noch die Verkehrsgeräusche hören können. Und wenn ich das trotz eines Kopfhörers kann, dann ist der nicht verboten. Also zum Beispiel mit einem Headset, also einseitig ein Telefonat zu führen und gleichzeitig noch die Verkehrsgeräusche zu hören, ist erlaubt. Aber was zum Beispiel nicht erlaubt ist, ist mega laut im Auto Musik zu hören, sodass ich keine Hupe mehr höre oder kein Martinshorn. Völlig unabhängig davon, ob ich jetzt einen Kopfhörer trage oder nicht. Ich muss einfach noch dem Verkehr lauschen können. Und mal ganz ehrlich, ja, mit einem vor Musik dröhnendem, laut schepperndem Auto durch die Stadt zu fahren, das ist nicht nur dem eigenen Gehör nicht so zuträglich, sondern auch der Rest der Stadt will nicht unbedingt wissen, welchen Musikgeschmack man hat. Je höher die Leistung eines Soundsystems ist, desto besser ist auch der Klang. Das ist wirklich ein quasi unausrottbarer Irrtum. Weil auf jedem Gerät, das Musik produziert, auf jedem Verstärker, auf jedem Lautsprecher, ist auch eine Wattangabe drauf. Und die denkt man zu verbinden mit einem guten Klang. Dabei hat das quasi nichts miteinander zu tun und die Sache ist sogar noch ein bisschen komplizierter. Schauen wir uns mal den Volvo hier an, S90. Hat das größte Soundsystem, das es für das Auto gibt, hier drin. 1400 Watt verteilt auf 19 Lautsprecher. Und da sind wir schon bei einem Problem. Der Lautsprecher selbst, der produziert akustisch extrem wenig Watt, extrem wenig Leistung. Der hat ehrlich gesagt akustisch einen miserablen Wirkungsgrad. Irgendwo im 0,2% Bereich, vielleicht mal bis 2%, 3%. Die meisten Lautsprecher haben so eher 1% Wirkungsgrad. Was heißt das? Ich stecke 100 Watt Verstärkerleistung rein und bekomme akustisch 1 Watt raus. Das ist ganz schön miserabel. Da lacht vorne der Verbrennungsmotor bei dem Wirkungsgrad. Aber die 1 Watt akustische Leistung, die können schon ziemlich laut sein. Ja, und dann hat man eben noch das Problem, dass es ganz viele verschiedene Angaben gibt, wie ich Leistung messe. Ja, da gibt es Peak-Leistung, da gibt es Musikleistung, da gibt es RMS-Leistung, da gibt es PMPO-Leistung. Die sind alle unterschiedlich bei verschiedenen Messbedingungen gemessen und nicht vergleichbar. Das Schlimmste sind Musik-Peak-Angaben. Peak, was heißt das? Dass der Verstärker mal ganz kurz einen Haufen Leistung reinballert. Das bei mega viel Verzerrung, das klingt grauenhaft, aber theoretisch kann er halt so viel Leistung. Ja? Und der Lautsprecher selbst, da sagt man ja, der hat ja so viel Watt. Nee, haben wir ja schon gelernt. Der produziert ja kaum akustische Watt. Und das meiste an Leistung geht dort in die Erwärmung der Schwingspule rein. Die einzige Leistungsangabe, die wirklich gut zu benutzen ist, aber wirklich nur als Leistungsangabe, um auch später zu gucken, wie laut geht dann das System im Verhältnis zum Wirkungsgrad, das ist die sogenannte RMS-Angabe. Root Mean Square ist im Prinzip nichts anderes als das gemittelte Quadrat, sodass ich über ein bestimmtes Frequenzband einfach die Leistung mittle. Damit kann ich was anfangen. Aber sagt mir das am Schluss etwas wirklich über den Klang des Systems aus? Nein. Doppelte Leistung erzeugt auch doppelte Lautstärke. Ja, klingt erstmal logisch, ist aber leider nicht korrekt. Es ist deutlich komplexer. Es geht da zum einen um eine logarithmische Schalldruckmessung und zum anderen geht es auch um Psychoakustik. Logarithmus schauen wir uns erstmal an, denn Schalldruck wird ja in Dezibel gemessen. Und das ist, die Skala dafür ist Logarithmus zur Basis 10. Ja, ich kann ja auch hier mal zeigen, ich habe jetzt hier einen Schalldruckmesser drin.
wie sich die Werte verändern. Das ist sogar relativ stark schwankend. 51, 58, 62 dB, so wird das ja gemessen. Und wenn ich jetzt die doppelte Leistung reinstecke, dann bedeutet das 3 Dezibel mehr an Schalldruck. Ist das die doppelte Lautstärke? Nein, das ist der Wert, wo ein Mensch schon eindeutig sagt, oh, jetzt hat sich aber ein Lautstärkesprung ergeben. Das ist quasi für jeden so, ah, jetzt eindeutig. Prinzipiell sagt man bei sehr empfindlichen Ohren, dass schon bei 0,5 bis 1 Dezibel zu hören ist, dass sich bei der Lautstärke was geändert hat. Das ist noch nicht deutlich, aber es hat sich was geändert. Und damit man als Mensch wirklich die doppelte Lautstärke empfindet, muss man festhalten, 10 Dezibel mehr an Schalldruck erzeugen. Und da das Ganze ja Logarithmus zur Basis 10 ist, heißt das auch 10-fache Verstärkerleistung. Ja, also wenn ich jetzt, ich glaube, ich kriege es nicht hier hin, könnt ihr mal machen, was haben wir jetzt hier? 32 dB. Das ist jetzt quasi doppelte Lautstärke, war jetzt 42 dB. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, ich habe einen 10 Watt Verstärker, macht eine Lautstärke, um das zu verdoppeln, brauche ich 100 Watt. Um die Lautstärke des 100 Watt Verstärkers am gleichen Lautsprecher zu verdoppeln, brauche ich 1000 Watt. Man sieht also, das geht richtig ab und es relativiert hier auch wieder die Leistung, die ich in einem Soundsystem drin habe. Und das Ganze ist natürlich auch noch, das sollte man nicht unerwähnt lassen, Frequenz und prinzipiell Lautstärke abhängig, wie unsere Lautstärkeempfindung ist, aber das würde jetzt zu weit führen. Nachgerüstete Auto-Hi-Fi-Systeme klingen immer besser als die am Werk. Es gab mal eine Zeit, da war das quasi wirklich so. Ja, ich stehe hier neben dem Käfer. Was hatte der damals an Lautsprecherausstattung gehabt? Ich gehe mal davon aus, da ist irgendwo irgendeine Mono-Quetsche reingebaut worden. Das hat gequäkt, das hatte keinen Raumklang, das hatte keinen Bass, kein gar nichts. Ja, das einfache Radio hier drin. Wohlklang war das nicht. Und egal, was du da reingeschmissen hast, hinten ein Lautsprecher, zack, auf die Rückbank drauf, klang besser als das, was drin ist. Zu den Zeiten konntest du wirklich sehr, sehr einfach mit ein bisschen Veränderungsaufwand viel mehr Klang rausholen. Aber die Hersteller haben natürlich auch irgendwann erkannt, oh, dieses Thema Sound im Auto ist den Leuten schon wichtig. Die geben da auch Geld dafür aus und da wollen wir auch was dran verdienen. Und dann fingen die Hersteller eben an mit Soundsystemen ab Werk. Vor allem die Firma Bose ist ein Riesenvorreiter, die schon in den 80er Jahren damit anfing, in die Autos Soundsysteme reinzubauen, wo den Herstellern das noch gar nicht so präsent war. Und wenn wir jetzt hier den Mercedes SL aus den 90er sehen, dann sehen wir hier eine Bose-Anlage. Da sind Lautsprecher, da vorne sind Lautsprecher, hier unten sind auch nochmal welche. Das ist für die damalige Zeit schon relativ viel. Jetzt muss man natürlich ganz ehrlich sagen, wenn man hier die Abdeckung abnimmt, schaut sich die Chassis an, das ist schon relativ einfaches Lautsprechermaterial. Ich will Bose jetzt nicht zu nahe treten, aber damals waren keine richtigen Hochtöner drin, war günstiges Chassismaterial, aber sie haben es trotzdem geschafft, einen guten Sound rauszuholen, weil sie mit einem gewaltigen Sound Engineering dran gegangen sind. Das Auto komplett vermessen, die Lautsprecher angepasst, mit dem Equalizing, mit Filtern, einen riesen Aufwand getrieben und so klang das Ganze. Natürlich kann man den Sound hier verbessern, kein Thema. Aber es ist schon viel, 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 viel mehr Aufwand als hier beim Käfer. Und vor allem war das die Zeit hier, wo das Sound Processing digital wurde. Ja, hier haben wir so eine Becker Energy 350 Endstufe, ist noch aus meinem Fundus, aus meiner aktiven Auto-Hi-Fi-Zeit in den 90er Jahren. Die kannst du am PC einstellen, hat digitale Filter, alles damals ein Traum, weil du halt viele, viele Einstellmöglichkeiten hast. Ja. Heute gibt es leider keine Software mehr dafür. Und diese Endstufe, ja, Becker hat ja dann auch zum Harman-Konzern dazugehört, das ist quasi die Basis dafür, was wir heute an modernen Systemen im Auto drin haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und die Becker-Endstufe, die ich eben gezeigt habe, die ist quasi so ein bisschen der Ursprung von modernen Soundsystemen ab Werk im Auto. Mehrkanal-Endstufe mit digitalem Signalprozessor, wo man aufwendig den Klang korrigieren konnte. Und am Anfang hat man vor allem mit einem eher mittelmäßigen Chassismaterial gearbeitet und das dann eben mit Sound Engineering und solchen Verstärkern hingetrimmt. Aber inzwischen sieht das ganz anders aus. Schauen wir uns mal den Volvo hier an, S90. Bowers & Wilkins Anlage ist hier drin. Kennen viele, die zu Hause Musik hören von großen Lautsprechern, richtig teuer, aber auch richtig geiler Sound. Und dann gucken wir uns hier mal das Chassismaterial an, hier vorne, da unten, der Mitteltöner, ein Kevlar-Chassis hier. Eine tolle Metallkalotte im Hochtonbereich. Ich habe hier sogar einen Center-Speaker mit einer entsprechenden Kalotte da drin. Wobei der Center-Speaker auch noch so ein bisschen abgeleitet ist. Das ist jetzt nur für die absoluten Freaks aus der Nautilus-Serie von Bowers & Wilkins. Ich habe im ganzen Auto verteilt Lautsprecher. Ja, hier hinten auch. Ich habe da unten meine Lautsprecher. Ich habe dann hinten noch welche. Und ich habe, was ja oftmals auch ein Kritikpunkt war,
an Abwerksystem. Ich habe auch einen ganz vernünftigen Subwoofer hier drin. Könnt ihr mal an die Seite reingucken. Zack. Da steckt da an der Seite ein ziemlich ordentlicher, großer Subwoofer mit einem Neodym-Magneten, also ordentlichen Antrieb drin. Das heißt, ich habe einen Verstärker mit ordentlich Leistung, 1400 Watt, mit vielen Kanälen, digitalem Signalprocessing, eine Menge Lautsprecher drin, auch noch mit einem guten Chassismaterial und dann noch einen guten Soundengineer. Dann funktioniert das. Dann kann man in so ein Auto wirklich einen Wohlklang reinbringen. Ja, wir können es uns ja gleich mal anhören, wobei das bringt nichts, weil das, was ich hier höre über das Mikrofon, bis das auf euren Lautsprechern ankommt, hat also nichts mehr mit dem zu tun, was ich hier drin höre. Also, die Qualität ist viel, viel besser geworden und heutige Abwerk-Soundsysteme können wirklich Großartiges leisten. Vor allem, man muss nichts verschneiden. Man kann das immer noch besser machen, wird aber sehr aufwendig, weil, und das ist der nächste Punkt, die Hersteller es natürlich mega schwer gemacht haben, überhaupt noch was zu ändern. Was will ich denn noch machen? Früher hatte ich ein Ein-DIN-Radio oder ein Zwei-DIN-Schacht. Okay, dann habe ich die außen so einen Adapter gebastelt oder hinten einen anderen Stecker, dann hat das irgendwie funktioniert. Heutzutage, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn mit dieser Haupteinheit machen? Die kann ich nicht ändern. Die ist auch noch an einen Bus angebunden. Übrigens mit der Becker-Endstufe fing das damals an, der sogenannte Most-Bus, das ist ein Media-Bus. Und in diesen Bus muss ich rein. Das ist dann auch nicht mehr trivial, da brauche ich dann schon einen Spezialisten. Was will ich denn an den Lautsprechern hier machen? Da muss ich die Türen zerschneiden, muss das anpassen. Also die Soundsysteme sind immer besser geworden, aber es ist auch immer schwieriger geworden, etwas zu verändern. Absolute Profis, kein Thema, können das auch heute noch da einen ordentlichen Sound rausholen. Aber Fun Fact am Rande, ich kenne ja aus den früheren Hi-Fi-Zeiten noch Jungs, die bei deutschen Meisterschaften teilgenommen haben, um ihre Soundsysteme zu zeigen. Und wo arbeiten die jetzt zum Teil? In der Industrie und stimmen sowas ab. Es gibt im Soundsystem ab Werkbereich ganz viele verschiedene Hersteller mit grundsätzlich unterschiedlicher Technik. Mag man erstmal meinen, wenn man die ganzen Namen sieht, die ganzen Labels. Ja, ich sitze hier auch neben einem Bowers & Wilkins System und dann gibt es noch so viele andere Namen. Aber man muss sich das Ganze vorstellen wie den VW-Konzern. Gibt es einen großen Konzern und ganz viele Submarken, Audi, Seat, Skoda oder wie sie auch immer heißen. Und im Auto-HiFi-Bereich gibt es eben zwei große Player. Bose, ja, der damit im Sound ab Werkbereich angefangen hat, und Harman International, die im Ursprung zum Beispiel JBL und Harman Kardon sind, da steckt ja auch der Name Harman noch drin, die haben sich aber über die Jahrzehnte hinweg ein Imperium an Marken zusammengekauft. Bang & Olufsen, Mark Levinson und Co. gehören alle zum Harman-Konzern. Und selbst Bowers & Wilkins, die nicht dazu gehören, haben eine strategische Partnerschaft im Autobereich mit dem Konzern. Was heißt das? Naja, wie im Autobereich auch. Ja, zum Teil hat man kleine Änderungen. Audi A3 sieht natürlich auch etwas anders aus als ein Golf. Aber wenn man sich den Motor anguckt, dann ist das identisch. Und auch hier hat man zum Teil die gleichen Verstärkerbauteile. Die Lautsprecher fallen vom gleichen Band. Ja, mit kleineren Änderungen, ja, wird man Chassismaterial angepasst. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr, sehr ähnlich, bloß mit unterschiedlichen Markennamen. Und auch die Soundingenieure, die das abstimmen, sind zum Teil nicht identisch, aber kann schon mal sein, dass zwei verschiedene Marken den gleichen Soundingenieur haben. Und deshalb ist es im Auto-HiFi-Bereich, ist es im Sound-Ab-Werk-Bereich eben so, dass ich ganz viele Marken habe, aber im Grunde genommen nur ganz wenige Hersteller. Es gibt auch noch autarke Hersteller, zum Beispiel Canton, die machen ihr Zeugs wirklich selbst, aber im Großen und Ganzen gibt es zwei große Player, Bose und hier Harman. Gute Lautsprecher und gute Verstärker sind völlig ausreichend für einen guten Klang im Auto. Wenn mir jetzt genau zugehört hat, der wird schon ahnen, nein, da gibt es noch viel, viel mehr, was dran hängt. Klar, gute Hardware, gute Lautsprecher, gute Verstärker sind die Basis, dass man später was Ordentliches rausholen kann. Ja, hier steckt ja auch ordentliches Material drin. Zum Beispiel hier diese Kevlar-Membran hier. Das Kevlar kennt man zum Beispiel aus schussfesten Westen. Das ist besonders stabil, hat gute Übertragungseigenschaften. Aber all diese Hardware-Systeme haben es mit einer akustischen Hölle zu tun, dem Autoinnenraum. Der verbiegt den Frequenzgang, den Klang so sehr, dass man vor allem sich erstmal darum kümmern muss, das wieder gerade zu biegen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal im Detail an, was der Autoinnenraum so anrichtet. Fangen wir mal im Tiefpassbereich an. So ein Innenraum, der ist ungefähr, na, zack, 2 Meter. 2 Meter ein paar gequetschte lang. In der Breite haben wir es mit, mal gucken hier, ja, so 1,50 Meter zu tun. Das heißt, im Tiefpassbereich habe ich eine sogenannte Druckkammer. Was ist denn das jetzt schon wieder? Naja, der Schall bewegt sich bei 20 Grad Celsius mit ungefähr 343 Meter.
pro Sekunde fort. Habe ich jetzt eine 20 Hertz Welle, 343 Meter pro Sekunde geteilt durch 20 Hertz, bin ich bei ungefähr 17 Meter Wellenlänge für diese 20 Hertz Welle. Passt die in meinen 2 Meter Innenraum hinein? Nein. Passt eine 50 Hertz Welle rein? Nein. Erst eine 170 Hertz Welle passt da so ungefähr rein. Darunter quetschen die sich alle rein quasi. Ja, und da habe ich es dann mit einem akustischen Effekt zu tun, Druckkammereffekt, dass der Bassbereich deutlich bei den Messungen überhöht wird. Das brauche ich auch später, damit das sauber klingt. Aber grundsätzlich habe ich immer eine deutliche Bassüberhöhung. Hinzu kommt, dass es eine sich bewegende Druckkammer ist. Ja, die Türen hier, die sind ja nicht ultra stabil. Man hört ja manchmal, wenn einer mit lauter Musik, lautem Bass durch die Straßen fährt, wie das Ganze mitscheppert. Das verändert das Ganze. Aber jetzt gucken wir mal in den Innenraum rein. Das ist ja nicht nur die Druckkammer, sondern ich habe es ja hier drin. Auch noch mit einem brutalen Wechsel zwischen schallharten, also reflexiven Flächen, wie hier die Scheibe zu tun, und schallweichen, also absorbierenden Flächen, wie hier die Türverkleidung zu tun. Da kommt es auch noch drauf an, ist das Leder oder ist das Stoff? Ja, Leder reflektiert ein bisschen. Stoff ist eigentlich eher dafür da, um zu absorbieren. Das allein verbiegt das Ganze schon. Dann habe ich meine Lautsprecher, die extrem nah an diesen Grenzflächen dran sind. Und die sitzen auch noch super nah auf mir drauf. Ich habe sehr einen hohen Direktschallanteil. Man hat ja beim Lautsprecher immer einen Direktschall, also das ist, was wirklich direkt vom Lautsprecher abgestrahlt wird, und einen Reflexionsschallanteil. Wenn ich hier in dieser Halle bin, habe ich einen extrem hohen, man hört das ja auch sehr hallig, einen extrem hohen Reflexionsschallanteil. Nur dieses hier ist relativ klein. So, dann setzen wir uns mal hier rein. Und dann fällt vor allem eines auf, ich sitze hier halt extrem asymmetrisch zu den Lautsprechern. Ja, der Lautsprecher hier sitzt viel näher als auf mir drauf, als der da drüben. Und das hat jetzt zwei Effekte. Zum einen, ja, normalerweise wird er ja hier sitzen, habe ich hier so einen Abstand zu mir von ungefähr 70 cm. Da drüben ist es 1,30 Meter. Das heißt, der Schall von hier ist viel schneller bei mir als der von da drüben. Und da der Schall insgesamt sich ja nicht so wahnsinnig schnell fortbewegt, 343 Meter pro Sekunde ist jetzt nicht ultra schnell, gerade wenn man es jetzt mit Lichtgeschwindigkeit oder so vergleicht, habe ich da schon richtige Laufzeitunterschiede, die mein Gehör wahrnehmen kann. Und ich habe auch noch Pegelunterschiede, weil der Lautsprecher, ich bin näher drauf, ist lauter als der da drüben. Das alleine ist es aber noch nicht. Dann habe ich auch noch hier unglaublich zerklüftete Formen. Ich habe hier unten so richtige Höhlen drin, wo sich Resonanzen bilden können, wo bestimmte Frequenzen betont oder auch weggenommen werden können. Wir gucken uns das gleich mal wirklich bei der Messung an. Wir können es mit rosa Rauschen und mit einer Frequenzanalyse hier schön feststellen. Aber Fakt ist, ich habe im Auto unglaubliche Klangverbiegungen. Und die hängen auch noch, jetzt kommt es ja auch noch hinzu, davon ab, auf welchem Sitzplatz ich sitze. Fahrer und Beifahrer mag ja noch ähnlich sein, da hinten ist es schon wieder anders. Und mit einem guten Soundsystem will ich ja an allen Sitzplätzen guten Klang erreichen. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Deshalb ist ein gutes Chassismaterial nicht unwichtig. Ja, natürlich, ohne das wird es dann am Schluss auch nicht funktionieren. Aber noch viel wichtiger ist, das Ganze gerade zu biegen. Und jetzt hole ich mal ein Messgerät und wir schauen uns einfach mal an, was so ein Autoinnenraum wirklich akustisch anrichtet. Ich habe jetzt eine Menge darüber erzählt, was theoretisch mit der Akustik im Autoinnenraum passiert. Das Ganze ist aber auch messbar. Dafür habe ich jetzt hier eine App zur Frequenzgangmessung. Real-Time Analyzing nennt sich das. Da oben, das ist ein kalibriertes Messmikrofon. Das könnte man jetzt theoretisch mit einem Kabel verbinden. Ich habe es aber jetzt einfach mal draufgesteckt. Und mit rosa Rauschen, ja, das ist ein gleichverteiltes Rauschen, wo theoretisch der Frequenzgang lineal gerade sein müsste, also Frequenzgang ist der Punkt, dass ich meine Hörfrequenzen habe von 20 Hertz bis 20 Kilohertz für den Mensch und theoretisch müssen die von einer idealen Anlage alle mit der gleichen Lautstärke, also gerade, wiedergegeben werden. Im Auto ist es ein bisschen anders, nur mal grundsätzlich. Ich starte jetzt hier mal das sogenannte rosa Rauschen. Klingt nicht gut, schalte ich auch gleich wieder aus und meine Messung. So, jetzt habe ich einfach mal eine erste Messung gemacht und jetzt sieht man hier ganz deutlich das, was ich auch vorhin erzählt habe. Ich habe im Bass-Tiefbassbereich eine deutliche Überhöhung durch den Druckkammereffekt im Auto, weil eben die Wellenlänge viel zu groß ist für den kleinen Innenraum. Ich habe hier einen Einbruch und hier wieder eine Überhöhung, können wir uns auch gleich mal darum kümmern, woher das kommt. Dann fällt es im Hochtonbereich, Mitteltonbereich so ein bisschen ab, wobei das ist im Vergleich dazu relativ linear. Aber wenn man sich jetzt die einzelnen Punkte hier mal anschaut, was hier akustisch passiert, dann wird es ziemlich spannend. Jetzt haben wir hier gemessen, an der Stelle. Jetzt gehe ich mal an eine andere Stelle. Jetzt gehe ich mal hier direkt an die Scheibe dran und mache dann mal den Frequenzgang.
Wie ich sehe, verändert sich mein Frequenzgang jetzt deutlich. Ich habe jetzt hier im Mitteltonbereich plötzlich so Spitzen drin, ja, weil das hier halt ziemlich stark reflektiert wird. Und ich habe hier im Bassbereich auch wieder eine Veränderung. Das heißt, je nachdem, wo ich im Auto hingehe, habe ich deutliche Veränderungen. Und wir hatten ja vorhin so eine Spitze drin, die ist ganz interessant, wo die herkommt. Dafür gehe ich mal in den Fußraum rein. Zack. So, und jetzt ist auch schon vollkommen klar, wo diese Überhöhung, diese Resonanz herkommt, die kommt aus dem Fußraum. Hier in dieser Höhle im Fußraum haben sich Frequenzen, ich kann das mal hier hinlegen, so von ungefähr Pi mal Daumen 150 Hertz besonders ausgeprägt. Und dann habe ich hier so eine Überhöhung drin. Aber nicht nur das, ich habe danach gleich wieder einen Einbruch. Ich habe auch hier einen Einbruch. Dieser Autoinnenraum, der bastelt so brutal am Klang herum, dass ich eben mit den Lautsprechern, die da drin sind, ja, kann ich was machen. Aber der Originalfrequenzgang von den Lautsprechern hat nichts mehr damit zu tun, was hier im Auto übertragen wird. Und das muss eben erstmal gerade gebogen werden. Und wie geht man jetzt grundsätzlich vor, um so einen Autorindenraum hier zu entzerren? Ja, zum einen schaut sich der Soundingenieur erstmal an, wo sitzen denn die verschiedenen Lautsprecher mit den verschiedenen Laufzeiten zum Hörplatz. Die kann er anpassen. Ja, er kann also zum Beispiel diesen Lautsprecher verzögern, weil das Schallsignal ist ja früher da. Er kann das verzögern, sodass sich virtuell das quasi in die Mitte begibt. Er kann den Schallpegel hier für die Lautsprecher senken, damit die nicht mehr lauter sind als auf der rechten Seite, weil so klingt es natürlich alles zu der Seite hier lastig. Er kann die Lautsprecher selbst perfekt auf ihre Frequenzbereiche einteilen. Das wird mit sogenannten Filtern gemacht. Und er hat natürlich massive Möglichkeiten beim Thema Equalizing, wo er wirklich hier exakt genau die Punkte setzen kann, wie er den Klang wieder gerade biegt. Und das geht heutzutage mit digitalen Signalmethoden, wo ich wirklich ganz frei setzen kann, wo überhöhe ich einen Frequenzbereich, wo ziehe ich was raus, wie sieht meine Kurve raus. Und das ist ein extremer Aufwand, vor allem deswegen auch ein extremer Aufwand, weil im Auto gibt es ja hier 5 Sitzplätze. Und wenn ich jetzt nur angenommen habe, noch 4 Leute drin und die wollen alle einen gewissen Wohlklang haben, dann muss ich für jeden Platz einen Kompromiss schaffen, der für alle erträglich ist und trotzdem insgesamt gut klingt. Und das ist halt ein riesen Aufwand. 19 Lautsprecher hier, 4 bis 5 Sitzplätze und das für alle auch noch abzustimmen, das ist echt eine Aufgabe. Und damit man die Auswirkungen des Innenraums auf den Klang und auch die verschiedenen Positionen hier mal sieht, werde ich jetzt mal verschiedene Klangsettings von Volvo abrufen. Es gibt ja hier Fahrer für alle oder im Fond optimiert. Und da schauen wir uns mal an, was da entsprechend passiert. Ja, wir gehen erstmal in Fahrersetting, wieder mit rosa Rauschen. Zack, so, jetzt sehen wir hier den Frequenzgang, da sind ein paar Verbiegungen drin und so weiter. Ist ja kein optimales Setting, aber ich mache hier einfach mal einen Screenshot von dem Ganzen. Zack. Und jetzt mache ich das Ganze mal auf alle optimiert, an der gleichen Messposition. Alle. So, und jetzt sehe ich hier vor allem eines, diese Spitze hier. Diese hier. Die liegt so bei 400-500 Hertz, 400 Hertz. Die ist extrem viel ausgeprägter. Das heißt, wenn ich den Sound für alle hier optimiere, jetzt wird hinten der DSP wird angewiesen, pass mal auf, optimiert den Sound für alle, wird er auf dem einzelnen Sitzplatz für den Fahrer schlechter. Und das ist genau das Riesenproblem, mit dem der Soundingenieur zu kämpfen hat. Er hat es für den einen Sitzplatz optimiert, und für den nächsten passt es dann schon nicht mehr. Das sind 19 Lautsprecher, das ist diese akustische Hölle im Auto und dann noch verschiedene Sitzplätze. Das ist halt der absolute Wahnsinn, sodass das grundsätzliche Hardware-Material nicht unwichtig ist. Aber erstmal muss man das Ganze irgendwie gerade biegen. Aber bei den modernen Soundsystemen, gerade ab Werk verbaut, kann ich doch selbst gar nichts mehr optimieren. Doch, da kann man schon noch was machen. Es ist eingeschränkt, kommt ein bisschen auf die Anlage drauf an, aber mit ein bisschen akustischem Know-how kann man da ein bisschen was machen. Ich zeige da ein paar Tricks und vor allem bei solchen Systemen wie hier zum Beispiel dem Volvo-System habe ich einen Equalizer drin, da kann ich persönlich doch noch ein bisschen was anpassen. Wunder darf man nicht erwarten,
Bei anderen Systemen kann man noch ein bisschen mehr erreichen, aber ich zeige mal verschiedene Methoden. Erstmal die Equalizer-Methode im Auto drin. Na, dafür gucken wir uns jetzt einfach nochmal den Frequenzgang an. So, rauschen. So, und da sehen wir jetzt, ja gut, in dem Bereich ist jetzt eine ziemlich starke Schwankung. Ich habe jetzt eine Mittelwertkurve drüber gelegt und da wird es schwierig. Aber theoretisch kann ich jetzt bei Volvo in die Klangeinstellungen rein, kann hier Ton, sogar einen Equalizer aktivieren und kann jetzt meine Frequenzen ein bisschen anpassen. Zum Beispiel, weil ich merke, dass hier mir im Mitteltonbereich oder im unteren Mitteltonbereich das Ganze ein bisschen zu laut ist. So, dann machen wir jetzt mal Echtzeit. Achtung. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt bei 500 Hertz einfach Energie rausgenommen. Man sieht, wie hier sich die Kurve etwas begradigt. Aber Vorsicht! Das wird am später nicht so gut klingen, wie das hier aussieht, weil man sieht ja, dass es sehr starke Schwankungen im Pegel drin. Das heißt, man muss sehr feinfühlig vorgehen. Und vor allem, ich kann rausnehmen, das ist relativ unkritisch, aber Energie reingeben, das ist immer kritisch, weil dann muss dann natürlich auch der Lautsprecher mehr Leistung verkraften. Aber trotzdem, ich habe hier den Frequenzgang jetzt gerade an der Stelle für mich ein bisschen mehr begradigt. So, und dann sage ich, naja, das ist mir jetzt aber gerade im Bassbereich ein bisschen zu viel. Ich möchte etwas weniger haben. Und hat zum Beispiel Volvo hier die Möglichkeit, den Subwoofer einzustellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir mal ein bisschen was raus. Zack, und jetzt haben wir gesehen, hier im Bassbereich, Subwoofer, wurde deutlich Leistung rausgenommen. Aber Vorsicht, zum Bassbereich komme ich gleich noch, weil das eine ganz spezielle Sache im Auto ist. Auch da muss man später immer wieder checken, ah, klingt das wirklich gut. Man muss meistens da ein bisschen anpassen, aber ich kann hier mit dem Subwoofer-Regler wunderbar hier Energie rausnehmen. Ja, ich würde jetzt zum Beispiel hier nicht empfehlen, man sieht im Hochtonbereich, das fällt ab, das sieht so aus, als wäre das zu wenig Energie. Das passt akustisch im Auto. Das hört sich schon ganz gut an, hier was reinzugeben, wäre nicht so toll. Nichtsdestotrotz, wer sich zum Beispiel über ein iPad oder irgendein anderes Tablet eine iMess-Software drauflädt, ja, und die gibt es in verschiedensten Stores, ob jetzt Google Play Store oder Apple Store, gibt es sie zum Runterladen, meistens sogar kostenlos. Und sich vielleicht noch so ein kleines Mikrofon hier kauft, ja, kostet so 30, 40 Euro. Kann dann im Auto selbst Messungen machen und das auch ein bisschen anpassen. Kostet nichts, könnt euch hier reinsetzen, zack, ruhige Umgebung, ein bisschen anpassen. Ganz wichtig ist aber immer, nicht nur auf den Frequenzgang vertrauen, sondern auch auf euer Gehör. Passt das oder nicht? Aber so eine Frequenzgangmessung ist sehr hilfreich. Im Idealfall macht ihr es übrigens so, iPad legt auf die Seite, hier das Mikro so frei in die Höhe, das ist ein omnidirektionales Mikro, das nimmt trotzdem dann alles gut auf und dann passt ihr das Ganze an. Falls aber euer Auto jetzt nicht so einen Equalizer drin hat, ein Equalizer ist prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Früher war das immer was Schlimmes, aber wenn man das mit Bedacht macht und anpasst, kann man da schon ein bisschen was erreichen. Gibt es immer noch die Möglichkeit, das über andere Equalizer zu machen, zum Beispiel Spotify. Hier hat ein eigenes Equalizer-Programm drin, da kann ich den Klang auch ein bisschen anpassen. Und das bringt bei groben klanglichen Verbiegungen im Auto-Innenraum schon was. Das wird jetzt nicht klingen, aber je nachdem könnt ihr da auch schon ein bisschen was machen. Oder ihr könnt auch zu Hause am Rechner euren Sound ein bisschen zurechtbiegen. Also man kann schon, ohne jetzt baulich ins Auto großartig einzugreifen, selbst den Sound auch ein bisschen optimieren. Ja? Ein bisschen Equipment, eine Einmess-App, kleines Mikro und ab und los geht's. Um im Auto gut Musik zu hören, Hi-Fi-gemäß Musik zu hören, brauche ich keine prollige Bassüberhöhung. Doch, den Bass braucht man. Oftmals nimmt man ja, wenn ein Auto vorbeifährt, nur den Bass wahr, weil natürlich durch die Karosserie der Rest der Frequenzen ziemlich stark gedämpft wird und dann hört man nur den Bass. Aber in Wirklichkeit muss ich im Innenraum eine Bassüberhöhung, eine ziemlich deutliche haben, damit das Ganze ausgewogen klingt. Ich kann das ja nochmal zeigen hier. Ich habe es ja auch schon erklärt, dass es der Auto-Innenraum von sich aus macht, aber ich brauche es halt eben auch, damit das gut klingt. Also hier
Frequenzgang des Systems hier. Ja, wir hören gleich nochmal rein. Das klingt eigentlich ausgewogen im Bassbereich und trotzdem habe ich hier eine kräftige 10-15 dB Überhöhung. Die hört sich wiederum ausgewogen an, vielleicht im Stand ein bisschen überhöht, aber sobald ich das Auto starte, läuft der Motor. Dann habe ich wieder Maskierungseffekte. Das heißt, die tiefen Frequenzen des Motors decken die tiefen Frequenzen der Anlage ein bisschen ab und dann brauche ich halt auch eine Überhöhung. Deswegen ist es wichtig, dass man da ein bisschen Punch gibt und manche können ja im Auto nicht genug am Punch haben, weil man natürlich auch die Druckwellen noch besser spürt. Ja, und dann ist es ganz ordentlich, wenn man da so einen größeren Subwoofer drin hat. Wenn ich an meine Jugend denke, ja, da hatte ich schon eine ordentliche Subwooferbestückung da hinten drin. Heutzutage brauche ich das nicht mehr, aber damals fand ich das lustig. Ja, das war das Bloch erklärt zu meiner alten Liebe Auto-Hi-Fi. Die einen oder anderen wissen es vielleicht. Ich habe mal bei einer Auto-Hi-Fi-Zeitschrift angefangen. Das war quasi mein Türöffner, um später Autotester zu werden. Denn bei der Motorpresse Stuttgart gab es eine Zeitschrift Auto-Hi-Fi. Und dort habe ich nach dem Studium angefangen. Und das war auch damals mein Riesenhobby, echt im Auto zu hängen und das umzubauen. Ich glaube, ich habe Tage, Wochen, Monate im Auto verbracht, um damit zu basteln und mir einen geilen Sound hinzubiegen. Heutzutage mache ich das nicht mehr. Da fahre ich wirklich mit Sound ab Werk. Ich habe auch nicht mehr die Zeit dazu. Aber ein Punkt war mir immer sehr wichtig. Ich habe gerne Musik im Auto gehört. Ich hatte auch ordentliche Anlagen drin. Aber ich wollte keinen damit nerven. Wenn ich durch die Stadt gefahren bin, habe ich immer relativ leise gehört. Und erst auf der Landstraße oder Autobahn habe ich dann ein bisschen beim Sound Gas gegeben. Und apropos Sound und Gas geben. Ich setze mich jetzt eine Runde vorne in den Volvo rein und höre mir mal ganz in Ruhe die Anlage an. Die klingt nämlich gut. Ab und zu tut es einfach mal gut, sich ins Auto zu setzen, eine Runde zu fahren und in Ruhe Musik zu hören. Ist super, stört einen keiner. Und ab geht's.